Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne tanken. Und heute geht es darum, inwiefern ich eigentlich meine PV-Anlage mit einer Wärmepumpe koppeln kann und ob das Sinn macht. Ich sage schon mal so viel vorweg, ja, es macht Sinn. Also, das Ganze ist deshalb besonders interessant, weil erstens, erneuerbare Energien werden immer weiter vorangetrieben. Wir haben jetzt vor 2,5 Jahren noch ein Limit gehabt von 10 Kilowatt Peak in der privaten Anlage auf dem Dach. Und jetzt kann ich schon auf 30 Kilowatt Peak hochgehen mit Photovoltaik und das ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung meiner Meinung nach. Und in Hamburg zum Beispiel, also in einigen Bundesländern ist es so, ist es mittlerweile Pflicht, bei Neubauten auch erneuerbare Energien zu berücksichtigen und bei Umrüstungen, also Neuanschaffung einer Heizung zum Beispiel, auch erneuerbare Energien mitzunutzen. Man kommt also fast nicht mehr dran vorbei. Und in diesem Video soll es jetzt halt darum gehen, ob das Sinn macht, mit der PV-Anlage die Wärmepumpe zu betreiben. Ich habe gerade schon gesagt, ja, macht es. Ja, macht es auf jeden Fall, denn wenn wir uns mal die Gaspreise angucken, ich selber habe leider noch eine Gastherme und denke da aber auch drüber nach, das mal zu ändern. Denn die Gaspreise steigen und generell wird es so sein, vermutlich jedenfalls, ich habe keine Glaskugel, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass die Energiepreise weiterhin steigen. Und dann fängt es an Spaß zu machen, da mit einer PV-Anlage sich immer unabhängiger von den großen Energiekonzernen zu machen und sein eigenes Ding, seine Unabhängigkeit in der Energieversorgung zu haben. Also, ich werde nicht nur jetzt auf die PV-Anlage von mir eingehen, darüber habe ich hier schon Videos gemacht, könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal umgucken, sondern ich werde darauf eingehen, wie sich das kombinieren lässt und was ihr da braucht, nämlich auch welchen Wechselrichter. Das macht nämlich ganz großen Sinn, da mal ganz gezielt hinzugucken, um da dann wirklich auch ein rundes System zu haben, was gut zusammenarbeitet. Wenn dir das jetzt also zusagt, bleib dran, gib mir einen Daumen, abonniere meinen Kanal gerne, da freue ich mich. Wenn dich solche Themen interessieren, kriegst du da auf jeden Fall in Zukunft auch Futter. Und jetzt erstmal viel Spaß im Video. Bei Fragen einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich antworte zeitnah, verspreche ich. Los geht's. Ich habe das mal für euch hier aufgezeichnet und ich gebe zu, meine Schrift ist nicht die schönste jetzt hier, aber ich glaube, es lässt sich alles erkennen. Also wir haben hier oben die PV-Anlage, die ist verbunden mit dem Wechselrichter, hier abgekürzt mit WR. Der ist natürlich mit dem Netz verbunden, sodass hier ein Austausch stattfindet und oder stattfinden kann. Und der Wechselrichter ist jetzt mit der Wärmepumpe verbunden, also die kommunizieren auch miteinander. Und ich habe jetzt zwei Speicher, einmal Warmwasser und der hat meistens um die 50 Grad. Ab und zu wird der mal ein bisschen höher gefahren, um hier Legionellen abzutöten, aber im Grunde ist der bei 50 Grad circa. Und dann haben wir den Pufferspeicher bzw. den warmen Wasserspeicher für den Heizkreislauf. Und das ist jetzt interessant, denn die Wärmepumpe ist in der Lage, mit einer Kilowattstunde Strom aus der PV-Anlage 3 bis 5 Kilowattstunden Wärmeenergie in den beiden Speichern hier zu speichern. Und das ist relativ effizient und macht dann also Sinn, wenn tagsüber PV-Überschuss vorhanden ist, der dann nicht ins Netz eingespeist werden soll, weil die Einspeisevergütungen ja auch nicht mehr ganz attraktiv sind, sondern der dann genutzt wird, um den Eigenbedarf zu decken, nämlich in allererster Linie Verbraucher zu bedienen. Das heißt, der PV-Überschuss wird erstmal genutzt, wenn eine Waschmaschine läuft, eine Spülmaschine, irgendwas anderes im Haushalt genutzt wird, dann geht da der Strom erstmal hin und ist da jetzt aber kein Verbraucher an, weil zum Beispiel niemand zu Hause ist, dann sendet der Wechselrichter das Signal an die Wärmepumpe, es ist Überschuss vorhanden und die Wärmepumpe fängt an zu arbeiten und drückt diesen Strom sozusagen dann jetzt ins System, wandelt hier dann also den Strom in Wärmeenergie um und wir speichern in dem Fall hier deutlich mehr als 30 Grad. Dann wird hier die Temperatur, die Solltemperatur angehoben, das lässt sich vorher einstellen, zum Beispiel auf 40, 45, 50 Grad. Und somit haben wir tagsüber diesen Pufferspeicher schön
aufgeheizt und Energie gespeichert, die wir dann nachts nutzen können, um unsere Heizkörper oder aber halt auch Fußbodenheizung zu nutzen, wenn die Sonne nicht mehr scheint und dann aber auch die Heizung benötigt wird über Nacht. Das ist ein relativ effizientes System, lohnt sich auf jeden Fall, da mal drüber nachzudenken und sozusagen hier die Energie der Sonne in Form von Strom in Wärmeenergie umzuwandeln und für die Nacht einzuspeichern. Interessant ist jetzt hier vielleicht nochmal, dass dieser Effekt, nämlich die elektrische Energie vom Dach umzuwandeln in Wärmeenergie im Faktor von 1 zu 3 bzw. 1 zu 5. Je nach System ist das abhängig davon, wie effektiv das arbeitet, aber dieser Effekt nutzt sich nicht ab. Also egal wie viele Zyklen ich damit mache, im Gegensatz zu einem Akku, den ich im Keller habe, den ich übrigens auch noch ergänzend in dieses System einbauen kann. Aber im Gegensatz dazu, die Ladezyklen bei einem Akku nehmen ja nach und nach ein bisschen Energie bzw. Kapazität des Akkus in Anspruch. Und das haben wir hier nicht. Hier nutzt sich gar nichts ab. Das funktioniert auch nach Tausenden von Zyklen immer noch wunderbar. Und auch in diesem Video wird wieder klar, und vor allen Dingen in diesem Zusammenhang mit der Wärmepumpe, dass der Wechselrichter ein zentrales Stück deiner PV-Anlage sein sollte. Plane also nicht einfach nur die PV-Anlage und mach dir später Gedanken darüber, vielleicht möchte ich noch eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto beladen. Nutze den Wechselrichter von Anfang an in deiner Planung. Sprich mit deinem Solateur, mit deinem Installateur darüber, was hast du für Ziele auch in Zukunft, damit du den richtigen Wechselrichter findest. Denn wenn du da nachher nochmal einen neuen kaufen musst oder umrüsten musst, ist das einfach ärgerlich und vor allen Dingen teuer. Ein schlauer Wechselrichter, der unterstützt dich halt auch mit der Wärmepumpe, wie schon gerade gezeigt, und schafft es dann, den PV-Überschuss tagsüber in den Warmwasserspeicher bzw. in den Pufferspeicher für den Heizkreis, also für die Fußbodenheizung oder den Heizkörper zu drücken. Und dann hast du den PV-Überschuss sinnvoll genutzt, hast einen hohen Eigenstrombedarf gedeckt quasi, also hast einen hohen Eigenbedarf mit sauberem Strom vom Dach gedeckt. Und das erhöht also auch deine Autarkie. Und da wird die Sache rund, macht Spaß. Und die Heizung läuft also mit deinem sauberen Strom vom Dach. Und wenn du dann noch was dazu kaufen musst, so wie in den dunklen Monaten, denn da brauchen wir uns nichts vormachen, im Winter, vor allen Dingen, wenn eine Schneedecke vielleicht noch auf den Modulen liegt, dann musst du zukaufen. Dann achte darauf, dass das auch sauberer Strom ist, damit das dann auch eine runde Sache ist und du nicht da irgendwie dann mit Atomstrom oder so oder Kohlestrom deine Heizung befeuerst, denn das wäre ja ziemlich ärgerlich, finde ich. Also, ich hoffe, dir hat das Video geholfen und es ist diesmal relativ kurz geworden und knackig, aber ich hoffe, das meiste davon ist klar geworden. Und viel Spaß bei deiner Planung der Anlage, wenn du das gerade planst. Viel Erfolg bei Fragen, wie immer, in die Kommentare. Ich freue mich über ein Abo und einen Daumen von dir und jetzt alles Gute. Tschüss.